In der Gesellschaft ist die Kunst schon lange ein Bestandteil. Diese wurde auch ebenfalls schon öfters, auch in der Videospielbranche, versucht unterzubringen. Den großen Sprung der Kunst und der großartigen Atmosphäre in Videospielen hat das Santa Monica Studio gewagt. Mit Titeln wie The Journey, Flower oder ebenfalls auch Everybody Goes to the Rapture sind andere Publisher dem Beispiel gefolgt, sodass wir nun Spiele wie Abzu bekommen haben. Das Santa Monica Studio hat wieder einen weiteren Titel geschaffen. Bound. Im Bound sehen wir zuerst eine junge, schwangere Frau, die aus einem Auto steigt und einen Strand lang geht. Der Grafikstil der Szene, die wir gerade sehen, erinnert eher an einen kantigen Cell-Shading-Look. Als wir einen Sitzplatz am Strand gefunden haben, blättern wir in ein Buch und dort sehen wir einige Zeichnungen. Als wir uns die Zeichnungen genauer anschauen, befinden wir uns in einer anderen Welt, um genau zu sein, vielleicht den Unterbewusstsein oder den Erinnerungen der Frau. Und das Erste, was uns auffällt, ist, dass diese Welt ziemlich abstrakt ist. Überall sieht man Dreiecke und Vierecke. Dieser drastische Stil im Bound ist etwas Neues und Erfrischendes, man muss es aber auch mögen. Unser Ziel ist immer das Ende des Levels zu erreichen. Die Level spiegeln immer wieder eine Erinnerung der Frau wider. Diese Erinnerungen fügen sich später in ein Gesamtbild zusammen und erklären die Story der Frau. Die Level sind immer frei wählbar im Buch und die Zeichnungen stellen auch immer die Erinnerungen leicht wider, die wir gleich erleben werden. Da es leider nicht allzu viele Erinnerungen und somit auch nicht allzu viele Level sind, spiegelt sich das auch wieder in der schwachen Spielzeit von Bound wider. Zum Gameplay gibt es gar nicht allzu viel zu sagen. Das einzig Besondere daran ist, dass wir tanzen können. Immer wenn wir tanzen, bekommen wir ein Schild, was uns vor Gefahren schützen kann. Diese Gefahren können fliegende Dreiecke sein oder Ranken, die uns festhalten, sodass wir uns nicht mehr richtig bewegen können. Richtig sterben können wir allerdings nicht, da wir niemals richtige Gegner oder Bosse gefunden haben. Bound will und schafft es nur mit seinem Design zu überzeugen. Wobei ein paar Stellen ziemlich lang gezogen sind, kommt es ab und zu Langeweile auf. Dafür ist am Ende des Levels immer eine Rutschpassage, wo wir uns einem Band folgen und sehen, welches Level wir gerade bestritten haben. Diese Level bauen sich dann wieder auf, sodass man diese Erinnerung abgeschlossen hat. In vielen Passagen in den Erinnerungen ist Platz für eine freie Interpretation, da nicht alles gut erklärt wird. Letztendlich hat man sogar multiple Enden. Letztendlich, wer an Spielen wie Abzu und Journey sein Vergnügen gefunden hat, wird mit Bound nicht enttäuscht werden. Schaut es sich doch einfach mal an.